Hallo liebe Landwirte und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Farming Simulation 15. Ich werde einmal kurz dahin sporten. Ah ja, stimmt. Stimmt, ich möchte. Hallo, ich möchte in den großen Mähdrescher. Geht doch. So. Wie geht denn das hier noch? Achso, Erntemaschine aufklappen. Und dann. Also einfach wieder B. So. Gut, dann machen wir doch hier einfach mal alles platt. Nein! Ich will den Strohballen doch abschalten. Verdammt! Ich kann doch eh gar keinen Stroh machen. Naja, dann mach ich ja eh gleich hier wahrscheinlich den Kuppern nochmal weiter. Oh, ich hab da was gesehen. Und das sogar wirklich groß. Boah, ist das toll. Wir brauchen hier einfach nur mal eine Spur zu fahren und alles gleich mitmachen. Ach, ist das herrlich. Oh, das ist doch wirklich schön, Leute. Oh, ist das schön. Naja, außer das kleine Stückchen. Das kriege ich einfach doch wirklich mit. Hallo? Mähdrescher? Oh, jetzt hör mal auf. Ist doch das mal. Oh, ich finde das aber gerade echt schön, ne? Muss ich ja weh sagen. Jetzt sind wir nämlich viel, viel schneller damit, denn irgendwann will ich fertig eigentlich. Das ist doch cool. Lass mich hier nochmal hier so stoppen würde gerade. Da habe ich doch extra schon Steam eigentlich verboten, dass er gerade ein Update macht und so bei irgendeinem anderen Spiel. Ich finde es nur doof, dass wir das andere Stückchen da noch näher machen können und so. Das ist leider wirklich ein bisschen doof. Aber naja, kann man ja doch wieder irgendwie nochmal was machen. Jetzt ist es leider halt eben dazu. So, wir haben ja eh gleich noch eine Mission, glaube ich sogar, ne? Die wir noch irgendwie offen haben. Dürfen wir denn auf gar keinen Fall hier vergessen. Ja, mit dem Gruber wäre es jetzt einfach nur blöd, irgendwie einfach dahin zu fahren. Ah, hier habe ich doofes Stroh gemacht. Nee. Schön, dass er gerade so stoppt. Ja, jetzt haben wir. Ja, nee, ist klar, PC. Alles wunderbar, ne? So wie immer. So wie immer. Kannst du auch mal gerade auf mich hören, PC? Weil ich möchte hier gerade mich nie mal meine Landmaschinenfahrzeuge umfahren. So, ein Koloss.
So, wir waren doch, waren wir nicht irgendwo schon? Ja, genau, hier waren wir doch schon. Mit unseren ach so tollen Frontlader hier. So, sind wir jetzt weit genug unten? Ja. So. Okay, da müssen wir jetzt hin. Ich fahre trotzdem in der Fall. Hallo? Ich habe meine Ware verloren. Wie konnte das denn nur passieren? So was Blödes. Doch ein bisschen zu weit unten. So. Vielleicht geht es jetzt ja. Das ist doch blöd. Wie gut, dass ich jetzt aber noch gemerkt habe. So, mal Licht anmachen. Wenn er natürlich jetzt so rumstockt oder so, ne? Das ist natürlich umso schwieriger irgendwie. Ich darf natürlich nie noch vergessen, dass wir mit denen jetzt so schön hinfallen können. Das wäre ja nicht so schön. So, fahre ich jetzt lieber noch geradeaus weiter oder bin ich jetzt schon nach oben? Aber am besten geradeaus noch, ne? Ich glaube, das wäre wirklich sinnvoller. Na, hoffentlich können wir wegen hier nochmal umfallen, hier nochmal mit der Ware dann. Oh, bergab, ey, ist irgendwie total schrecklich irgendwie. Ja, irgendwie will ich einfach Angst, dass wir dann auf einmal da mit Beweis hinfallen. Was hier vielleicht auch passieren könnte, wie man ja schon mal gesehen hat. Ich wusste aber ganz, also es fiel mir eigentlich, wie wir denn getrasht haben, dass wir eigentlich ja noch die Mission haben. Ich hoffe, dass wir jetzt halbwegs dann die Jungs das, ja, auch bestehen und schaffen. So, dann fahre ich hier lang. Ich
Hey, wo ist denn das nur? Nee. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, nichts fallen lassen. Und ja, nicht umgucken. Im Moment scheint ja alles gut zu sein. Ey, so was Blödes aber auch. Ich meine, ich könnte zwar auch in der Karte gucken. Gucken wir doch, während wir fahren. Ach, da oben, okay. Vielleicht ein bisschen auch irgendwie schon, zwar ein bisschen blöd vielleicht schon gefahren, aber hey, was soll's. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Ja. Wenigstens finde ich das so. Und wir kriegen dafür wenigstens dann auch schon mal Geld. So, ich blinke jetzt schon mal, weil die ganze Zeit habe ich ja vergessen zu blinken. Und da vorne ist es auch schon. Da vorne müssen wir es abgeben. Ja, wir haben es gefunden. Mal gucken nur, ob wir den Bonus an Zeitrahmen eingestehen können. Transportmission erfüllt. Sie erhalten 8000 plus 860 Zeitbonus. Ja, wir haben es echt noch geschafft. Das finde ich gut. Hab nur geguckt, wie der Frontlader da gerade ist. Aber ist ja eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich könnten wir auch erstmal hier bleiben und danach irgendwann nach rechts. Ansonsten machen wir wieder diesen blöden Schlenker da unten bei der Getreidemühle. Ding, 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 ding. Ich nehme dich gleich auf meine Schaufel. Auch meine Gabel. Es wäre lustig, wenn man das halt jetzt echt könnte. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Schade. Schade, schade. Aber naja. Ah nee, nach links müssen wir abbiegen. Nee. Doch nach rechts. Haha, wusste ich's doch. Ich hab's doch schon immer gewusst. So, dann müssen wir gleich nur noch geradeaus, genau. Wir können dann nochmal auf das Schild gucken. Aber vielleicht ist ja eh gar keine neue Aufgabe da. Ach, mal schauen.
So, ich komme gleich wieder, Trigger. So, Raps für Depot. Raps. Oh, schade. Ich habe noch keine Mähmaschine. Wir haben nämlich 0% an Raps. Nee, leider noch nichts. Na, vielleicht doch bloß nur hingelaufen. So, einmal kurz angezeigt, dass ich da losfahre wieder. Kam für ein bisschen zu spät, aber hey. So, dann biegen wir doch hier mal rein. Seht ihr, ich vergesse im Moment momentan irgendwie will ich immer noch die Eier, ne? Ich brauche doch noch meine Eier, die ich doch noch zu verkaufen habe. Davon habe ich doch schon so viel in meiner Tasche. Haben die denn überhaupt Eier schon gelegt? Oh, jetzt ist vor allen Dingen Raps gerade sehr deutlich ansteigen. Oh, was gemein das. Hä, hatten wir das schon immer? Ich glaube nicht, oder? Ich kenne das auf alle Fälle nie nimmer. So, Eier haben wir dann nur eins. Stellt mir natürlich echt gerade die Frage, wo kann man denn hier sonst noch irgendwo die Eier abgeben, wo wir nicht so lange hinfahren brauchen? Da unten. Man kann die da unten also abgeben. Dann fahren wir da mal eben hin. Und schauen wir mal. Muss zwar ab und zu auch mal drauf aufpassen, was mein Feld macht dann, weil ich jetzt die Zeit da oben ein bisschen beschleunigt habe mal wieder. Ich mach sie doch mal wieder langsamer. Er ist mir irgendwie gerade sicherer. Wenn ich immer irgendwie unterwegs bin. Ne? Normalerweise können wir nachher vielleicht da unten mal an das Schild ranfahren. Vielleicht hat das ja noch andere Aufgaben als das andere. Wäre ja auch mir nicht mehr schlecht. So. Genau, dann wieder hier rein.
Ja, aber nicht so doll einschlenkern, bitte. Dann wieder hier rein. Und dann auch steigen. Plus 755. Naja, dafür, dass es eigentlich ja wirklich nur Eier sind, ist doch noch nicht mal wirklich eigentlich schlecht. So, jetzt gucke ich noch mal einmal schnell. Ah ne, war ja eben auf dem Feld. Ja, okay. Da wir jetzt ja eh wieder zurückfahren. Die Schranke ist verwirrt, was ich will. Ich bringe die Schranken zur Verwirrung. So, dann fahre ich mal einfach jetzt geradeaus so gesehen. Weil ich einfach mal gucken möchte, was das Schild hat an Aufgaben. Und guck mal, den hier müsste ich auch nochmal gleich voll tanken. Achso, okay. Der hat nur das. Traktor mit Mähwerk. Ja, schön. Wenn man natürlich sowas hätte, könnte man das nicht tun. Aber ich hab sowas nicht. So, den fahren wir hier doch einfach mal. Kann ich überhaupt fahren? Und dann hier. Dann wieder hier. So, schön. Und jetzt sind wir auch schon eigentlich gleich wieder da auf dem Hof. Und wir haben wenigstens alle Eier verkauft. Ist auch optimal. Ich meine, wir haben jetzt zwar Raps, glaube ich, sogar angesehen, aber weiß nicht, ich möchte auch manchmal den Schwung eigentlich ganz gern auch den Zeitbonus irgendwie dann haben. Muss ich denn ja schon sagen. So. Da sind ja meine ganzen Maschinen. Und mein Anhänger. So. Oh, sehr schön. So, wieder ein bisschen langsamer machen. Und los geht es. Ach, ist das schön. Ach, dann kann ich ja gleich nächstes Mal wieder mit dem Krupa hier weitermachen. So. Und einmal kurz rückwärts. Und wieder starten.
Dann wieder einmal ausmachen. Wieder einmal rückwärts. Wieder einmal vorwärts. Ja, schön, die Mission haben wir geschafft. Wir haben schon wieder hier so ein bisschen Gerste abgemäht. Was will man eigentlich mehr? Den lasse ich die jetzt, glaube ich, auch erstmal da oben einfach stehen. Macht denn hier nochmal, wo eigentlich die Maschine steht? Also benutzen die einfach da unten runterzufahren. Die stelle ich einfach mal hier so hin. Genau, dich wollte ich doch haben. So, es kann zwar auch sein, dass ich natürlich jetzt was Platt davon mache. Aber mir doch jetzt egal. Ich gucke jetzt hier. Und gleich sehe ich eh wieder. Also von daher ist doch alles gut. Oh, ich mach mein Feld wieder kaputt. Wie blöd das aber auch irgendwie ist dann, ne? Ah, naja, ich sehe ja doch gleich wieder. Jetzt brauche ich mir eh gleich wieder keine Sorgen machen, Gott sei Dank. Na, jetzt ist es ja dann alles besser. Jetzt nerven mich hier in jedem Fall schon die kleinen grünen Dinger hier. Wie gesagt, jetzt kann ich wenigstens normal weitermachen. Wir sind auf dem Feld und kuppern in Mien. Ja, genau. Wir mähen, ne? Ja. Nein, wir kuppern gar nicht. Wir mähen. Das sieht nur so aus. So. Ach, ich wollte doch das eigentlich gar nicht mehr sagen. Immer diese Angewohnheit, sowas Blödes irgendwo. So, der Stroh kommt weg. Das buddern wir jetzt mit unter. Kann ja nur alles gutes Dünger sein. Da wir das halt eben nun mal wirklich nie mehr brauchen. Ich darf nur nie mehr zu dicht an das fertige gleich so gesehen halbes rankommen. Also das halbfertige sozusagen. Ja.
Weil das wollen wir noch richtig schön abnehmen und verkaufen. Dann wäre es ja egal, weil da geht ja eh gleich mal mit der Seemaschine ran. Aber das andere, das wäre schon doof. Ja, vorsichtig, hier sind Bauern, die arbeiten nun mal um diese Uhrzeit. So, naja, ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß bei den Missionen, die wir Gott sei Dank geschafft haben, plus den Zeitbonus sogar. Und ja, wir haben hier endlich mit unserer neuen Erntemaschine, die da steht, die ganz große, haben wir hier schon mal das gemacht. Jetzt sind wir noch dabei gewesen, noch zu kruppern. Ja, ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Mal wird es bestimmt genauso wieder interessant werden. Und ja, Abos und Bewertungen und Kommentare sind natürlich auch sehr, sehr toll. Und natürlich, wenn ihr aber auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Farming Simulation 15. Also bis dann und tschüss.